voices in your head. You've put your courage to the test, laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before, your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got, no hesitating. You've been waiting. This is your moment. So, jetzt haben wir hier mein Super 73, schön verbaut, die Katja hat es gemacht. Katja, wenn du mal ein bisschen erzählst, wie du das gemacht hast, weil ja, den Perry hat ja überzeugt, dass das so unglaublich einfach ist, dieses System zu installieren. Und wir haben ja sehr außergewöhnliche Räder und kein 0815 und selbst das ging jetzt völlig unproblematisch. Wie hast du es gemacht? Ja, genau, also es ist echt unproblematisch gegangen und das sieht man auch gleich. Weil wir leben ja durch dieses Baukastensystem. Das heißt, wir haben ganz viele Kleinteile und ganz egal, welches Fahrrad in welchen Stauraum irgendwie hier hineinpasst, dann kriegen wir das immer fest. Ja. Also bislang hatten wir noch keine Situation. Ich rüttel auch mal dran, ja, hier mal für die Kamera. Also, ne? Also wir kann man wirklich arg rütteln. Kann jetzt wirklich einen Elefant-Klimmzüge dran machen, da passiert genau gar nichts. Ne? Genau. Und es ist trotzdem aber extrem minimalistisch und du kannst es auch ruckzuck rausnehmen. Zum einen kannst du das Rad voll schnell rausladen, du löst die Klemme und dockst hier oben ab. Mhm. Damit ist das Rad lose. Mhm. Hier machen wir den Gummi ab und dann kannst du das Rad rausnehmen. Mhm. Wenn du jetzt den Stauraum mal für was anderes nutzen magst, kannst du auch noch diese Bodenplatten, die liegen nur auf diesem Anti-Rutschbelag. Mhm. Dann kannst du die Platten wegnehmen und stapeln und dann ist der Raum komplett unverbaut. Mhm. Wir haben auch nichts in den Boden geschraubt. Sondern was wir festgeschraubt haben, ist hier oben lediglich hier in diesem Holm, haben wir einen Winkel angebracht, das ist ein Edelstahlwinkel und daran ist die Kugel, ich zeige es dir mal ganz kurz. Schau, das kann man jetzt hier lösen. So, und das ist das ganze Entladen. Ja, ich nehme das jetzt raus und mache nachher hier draußen hier meine Klemme und die Stange ab und kann das da drüben auch bewahren. Das geht natürlich ausgeladen leichter. Aber das ist im Prinzip die ganze Halterung. Ja, das hat mich auch schwer beeindruckt gerade, das, was du gerade gesagt hast, aufgeräumt. Ne? Das sehen wir hier. Vielleicht magst du mal kurz hier draufhalten. Alles, was wir nämlich nicht brauchen, haben wir hier schön aufgeräumt. Auch die Absteckpedale, das haben wir auch gleich mit dazu genommen. Weil Perrys Fahrrad kommt ja auch noch rein. Das haben wir jetzt nicht dabei, weil es einfach noch nicht da ist. Aber das muss ja auch noch mit rein. Und insofern brauchen wir jeden Zentimeter Platz, haben auch die Pedale auf euren Rad hin eben als Absteckpedale gemacht und hier super toll, alles schön aufgeräumt, alles an seinem Platz, es fliegt nichts in der Garage rum. Ja, ja, auch daran habt ihr gedacht. Ja, genau. Und ich glaube, das ist echt ein cooler Anfang. Wenn das zweite Bike hier drin steht, dann wird nichts aneinander scheuern. Man kann alles exakt auf einen Zentimeter austarieren, sodass die Türen hier zugehen. Sind perfekt und dann kann man sehen, was gibt denn der Stauraum sonst noch her. Vielleicht gibt es noch mehr Ideen. Genau. Ich freue mich ja schon, wenn ihr wiederkommt. Das heißt, unsere Pappe, die wir zum Auspolstern dabei hat, lassen wir jetzt schön hier, ne? Bei ja, klar, euch. Klar, wir sind ja auch brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind auch Recyclinghof und Flohmarkt. Kein Problem. Also. Genau. All in also, one. Das ist gut. Ja, vielen Dank fürs Einbauen, Katja. Also mir gefällt das mega, aber es war mir auch schon klar, als ich das Video von euch gesehen habe, dass das funktionieren muss. Klar, ein bisschen skeptisch mit so einem außergewöhnlichen Bike ist man dann schon, aber nee, passt. Passt, wie man in Bayern sagt. Schade, dass das Fahrrad reinpasst, weil sonst hätten wir sagen können, du kannst es hier lassen. Ja. Ich hätte es schon kann dir sagen, wo du es kaufen kannst. Okay. So, da waren wir. Ja, am Kloster Andechs. Nach unserem schönen Ausflug zu Katja und Robert. Ja, war mega.
um ja, eine tolle Befestigung für das Super 73 Bike zu haben. Also sprich erstmal für meins und dann für Perrys. Waren wir ja heute vor Ort, eigentlich zu diesem Sinn und zu diesem Zweck. Aber da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, sind wir deren Empfehlung gefolgt und sind jetzt mal zum Kloster Andex gefahren. Da ist es. So, leider habe ich meine Sony-Kamera noch nicht, deshalb habe ich hier wieder die GoPro. Kann ich zoomen, aber glaubt uns, da vorne ist Kloster Andex. Ja, und da wir ja noch ein bisschen näher rangehen, wir wollen dann nämlich mal gucken, was es Leckeres zu essen gibt. Gute, zünftige bayerische Nahrung, habe ich mir sagen lassen. Werden wir gleich ja noch ein paar Aufnahmen hinkriegen. So, Brotzeit, wie man in Bayern sagt, auf dem Kloster Andex. Typisch bayerisch. So, jetzt sind wir in Utting am Ammersee auf einem sehr schönen Campingplatz, richtig groß. Man denkt erstmal, wow, das erschlägt einen hier, weil da wirklich viele, viele Camper stehen. Aber wir haben ein schönes freies Plätzchen bekommen, wo rechts und links niemand ist, also viel Platz. Und jetzt laufen wir hier mal eine Runde und schauen mal, der See ist nämlich da vorne, wie es hier noch ins Wasser geht. Ach komm, dann setzen wir uns dann noch hier ein bisschen hin, oder? So, gehen wir noch mal baden, was? Ja, klar. Traust du dich? Nein. Die Griechen gehen ja nur bei 25 Grad plus Wassertemperatur. Ja, zu Recht. Ich mit meinem Wikinger. Da, guck mal den Hund. Ja, der springt rein. Schau an. Recht hat er. Ich steck mal den großen Zeh rein. Und jetzt schön schütteln. Hier nicht ganz mein Weg. Och. Nö, also, ne? Ist noch nicht Sommer. Mein Boot. Meine Gastronomie. Jetzt der Sprung wäre aber ein bisschen mutig darüber, ne? Genau, gleich kommt das Essen, wollen euch jetzt nicht zu sehr, aber ihr seid selbst dran schuld, wenn ihr euch unsere Live-Videos anguckt. Ja, winkt mal zurück. Und ja, wir wünschen euch einfach einen super schönen, tollen Abend. Vielen Dank, dass ihr uns abonniert habt. Empfehlt uns weiter, wenn euch unser Kanal Instagram gefallen hat, beziehungsweise auch YouTube. Wäre toll, wenn ihr uns da auch abonnieren würdet. Da haben wir noch nicht so viele Follower, knapp 70, glaube ich, haben wir jetzt, oder ein bisschen mehr. Ja. Und es wäre einfach toll, wenn wir da ein paar mehr haben, weil wir machen uns ein bisschen Mühe. Oh, da kommt auch schon das Essen. Oh, jetzt kommt das Essen. Jetzt habt ihr so lange gewartet, jetzt könnt ihr noch... Stellen Sie es ruhig hin. Stellen Sie einfach hin. Alles gut. Sehr lieb, danke schön. Genau, da kommt das Essen. Filmstreich sieht sehr, sehr lecker aus. Genau. Und warte mal, ich zeig's euch auch gleich. Ich will nicht nur reden. Kann ich ja schon mal hinsetzen. Ups, Doppelkinn, okay. Da, das ist mein Hamburger, mein Cheeseburger. Und die Tanja hat hier Curry ohne Huhn, hast du ja bestellt. Ohne Huhn mit Gemüse. Ja. Sieht sehr lecker aus. So, ihr Lieben, wir werden da mal mampfen. Wünschen euch einen wunderschönen... Liebe Grüße an Eski, ich sehe gerade Eskis Mom. Okay, liebe Grüße an Eski und alle an Una. Liebe Grüße an Eski und alle an Una. Jeanette aus Bayern. Ja, wir haben jetzt gut gegessen, hier am Campingplatz in Utingen am Ammersee. Ich blende euch einmal einfach mal ein, hier wo wir gerade sind. Einfach schön. Und ja, der Cheeseburger, den kann man nur empfehlen. Der war sehr, sehr lecker. Und du hattest, was hattest du? Oh, uns fliegen jetzt ein paar Fliegen. Ich hatte Gemüsecurry mit Reis, sehr lecker. Ja. Ja, wir sitzen hier an einem See. Hier gibt es halt Gefiech, ne? Und Zeug. Ja. Das ist halt so. Schon mit Leben. Aber nee, war sehr lecker. Ich hatte Gemüsecurry. Genau. Hab nicht mehr alles geschafft, war eine große Portion. Mhm. Ja, mein Burger war auch riesengroß. Ja, also der Campingplatz hier, der erste Eindruck ist super, sehr sauber, eben gerade auch die Toiletten, wo ich war, hier am Restaurant da draußen nochmal, an diesem kleinen Mini-Market, sehr, sehr sauber, wirklich Respekt, da kann auch jeder drauf.
Ja, und es liegt vor allem sehr schön, ne? Weil man tatsächlich vom Campingplatz 10 Schritte ist man am See. Das ist eine sehr, sehr schöne Lage, 1A-Lage würde ich sagen, für einen Campingplatz. Ja. Ja, kann man schon aushalten hier. Ne? Jetzt sind wir ja nicht die Camper, die 2 Wochen irgendwo bleiben, aber ich sag mal, für so 1-2 Tage ist das hier schon auf jeden Fall machbar. Ja, und auch den Betreiber haben wir jetzt auch kennengelernt durch Zufall. Einfach sind wir rein, latschen in die Gastronomie, die gehört ihm auch. Die ist aber außerhalb vom Campingplatz, aber ist hier gleich nebendran. Ja. Und habe die Ehre und so, finde ich klasse. Also das ist jetzt schon das 4. Mal, glaube ich, weil wir wirklich jetzt nicht, wir sind ja meistens, wenn wir in Bayern, aber wo ich immer in Bayern war, das war ja eher so, ja, Würzburg, das ist ja bei uns, das sind ja Hessen, das sind ja keine Bayern. Ja, das ist noch nicht wirklich Bayern. Hier ja, sind wir das ist Franken. Bayern. Das ist, gut, das gehört zu Bayern, ist ja klar, aber das sind eher die Franken. Ja. Auch nette Menschen, um Gottes Willen, nichts gegen die Franken, aber hier sind so die Bayern, wie ich sie mir vorstelle. So die Urbayern. Die Urbayern, so. Und ich mag ja den bayerischen Dialekt, leider kriege ich ihn nicht so gut hin. Ja, aber es macht einfach Spaß und ich kann mich da noch wiederholen. Wir lieben Bayern, wir finden das hier echt toll. Das Bundesland ist schön, die Menschen sind richtig toll. Das hatten wir jetzt auf Insta jetzt auch schon mehrmals jetzt erwähnt, wollen euch damit auch nicht langweilen. Aber das sind so unsere Eindrücke, die wir haben. Und wie gesagt, den Campingplatz hier in Udingen können wir nur empfehlen. Es gibt nochmal ein Update morgen dann auf Insta. Auf YouTube, ja, würden wir dann noch nachreichen? Nachreichen, genau, danke, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Sorry, ich bin ein bisschen übermüdet. Wird Zeit fürs Bettchen jetzt, ne? Wird Zeit fürs Bettchen, genau, es ist schon spät. Ja. Du hast ja schon einen Absager getrunken, ich trinke ja nur Spezi. Mhm. Ja, kann man auch mit absacken, mit dem Spezi, ja, ne? Ja, nur Spaß. ja, wie gesagt, wir finden es hier schön. War ein toller Tag. Bis morgen. Bis morgen.